Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, letztes Thema in diesem Schuljahr, Achsenspiegelung. Ja, was ich euch hier mitgebracht habe, ist Wiederholung 5. Klasse, das brauchen wir zu diesem Thema. Da ging es um die Achsensymmetrie. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, das sind nämlich symmetrische Figuren. Zum Beispiel diese Schneeflocke können wir hier, wo ich gerade mit der Maus entlang fahre, eine Symmetrieachse einzeichnen und dann kann das aufeinander gefaltet werden. Das heißt, wenn ich dann diese Schneeflocke falte an dieser Symmetrieachse, wäre die linke Seite und die rechte Seite deckungsgleich. Hier, meine Hände wären auch symmetrisch. Wenn das jetzt hier die Figur wäre, könnte ich das hier so falten und sie wären einigermaßen deckungsgleich. Man erkennt das auch an diesen Figuren hier, an dem A, an dem Gesicht und an diesem mathematischen Viereck. Das werden wir später kennenlernen, was das genau ist. Überall können wir eine Symmetrieachse einzeichnen und wenn wir es dann aufeinander falten bzw. aufeinander legen, eben genau an dieser Symmetrieachse, dann entstehen deckungsgleiche Figuren, die dann übereinander liegen. Das heißt, da gibt es keinen Überstand. Das gleiche haben wir hier unten bei diesem Gebäude. Da kann man einerseits in der Mitte trennen und aufeinander falten und natürlich dann auch zum See, weil ihr seht, das Ganze ist unten nochmal gespiegelt. Und da kommen wir nämlich schon auf Spiegelung. Also irgendwas hat es mit Spiegelung zu tun, so eine Symmetrieachse. Bei dem Bild da unten müssen wir natürlich aufpassen, das ist etwas schlecht vom Fotografen fotografiert. Würden wir hier das Bild falten, ja, dann wird es keine deckungsgleichen Figuren geben. Der hat das nämlich ein bisschen aus dem schrägen Moment heraus fotografiert. Was wir jetzt machen wollen, sind solche selber erstellen. Und darum geht es bei der Achsenspiegelung. Ihr müsst jetzt nicht bitte dieses A oder dieses Gesicht und geschweige denn diese Schneeflocke machen. Nein, ihr nehmt ein Blatt Papier und mit diesem Blatt Papier erzeugt ihr bitte eine symmetrische Figur. Nicht zeichnen, also bitte nicht links versuchen und dann rechts versuchen das gleiche nochmal, sondern versucht das Ganze bitte mit Hilfsmitteln. Ich habe euch ein paar Tipps mitgebracht. Ihr könnt ein Pauspapier verwenden, ihr könnt Nadeln verwenden und ihr könnt Tinte verwenden, ihr könnt einen Spiegel verwenden und ihr könnt eine Schere verwenden. Mit all diesem Werkzeug kann man symmetrische Figuren erzeugen, aber nicht indem man beide Seiten zeichnet, sondern indem man nur eines macht. Das probiert ihr jetzt bitte aus. Das ist quasi eure Hausaufgabe. Ihr sollt bis zur nächsten Stunde symmetrische Figuren mitbringen, die ihr anhand von diesen Materialien erzeugt habt. Ihr dürft eins machen, ihr dürft zwei machen, ihr dürft drei machen und vielleicht habt ihr sogar noch eine Idee, wie ihr es mit anderen Werkzeugen wie mit diesen hier macht. Also, bis zur nächsten Stunde. Ich freue mich auf euch mit euren symmetrischen Figuren. Tschüss!